Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme hier auf unserem Kanal. Ich bin der Falk, mit dabei habe ich den Lorenz und den Sam. Moin. Und heute sind wir wieder auf dem Rinderhof unterwegs und ja, der Chef, mein Chef, der Mitarbeiter und ich als Praktikant sind wieder im Gange hier. Und der Chef wird mir jetzt erstmal oder uns erklären, was heute zu tun ist, richtig? Jo. Ja. Na, dann hau mal raus. Ich bin schon ganz heiser, ganz heiß auf Arbeit. Arbeit, Leute. Also, ich fange mal mit dem festen Mitarbeiter an, denn es heißt ja Ladies First. Hey. Ich habe beim lieben Landmaschinenhändler habe ich eine Pickup bestellt für den Häcksler, dass wir mal Gras häckseln können. Du wirst heute den Häcksler schnappen und einmal zum Landmaschinenhändler fahren und die Pickup abholen. Und Falk, wir zwei werden, also du wirst den Wender holen, den Zetter, und ich werde gleich hinterher den Wader beim Haupthof holen. Okay, Ganz alles gut. unbekannten. Ja. Achso, Also den gut, dass Heuwender du. und Schwader wird immer ausgeliehen, ja? Ja, also Ja. eigentlich gehört uns, die haben sich den jetzt nur mal ausgeliehen. Achso, ja, gut, ja. Ja. Also Okay. du schnappst dir den 800er, ich nehme mir den 500er. Ja, stehen ja schon bereit da, so wie es Ja, habe ich schon aussieht. bereitgestellt. Sehr Gut. gut. Ja, gut. Dann starten wir mal. Und jetzt so ein bisschen dauern, bis wir da sind, aber immerhin 50 km/h, nicht 40. Hier ist er wieder, das gute Stück. Fendt Vario 820 TMS, meine lieben Freunde. Frisch am Start. Und der Praktikant darf ihn fahren. So. Nun geitert er richtig rund hier heute. Ja, wie ich gesehen habe, kommen die letzten Folgen, die wir gemacht haben, zwei Aufnahmen bzw. drei Aufnahmen sind jetzt hochgeladen. Die kommen sehr gut an, wie ich gesehen habe. Das freut mich richtig tierisch, dass es euch so gefällt und dass da einige bei sind, die sagen, Mensch, das sind Top-Videos. Danke dafür nochmal für diese netten Kommentare, ne? Joa. Mal gucken, was das hier alles noch so, was uns so erwartet noch auf diesem Hof, ne? Wir fangen ja jetzt an, wie man gerade gehört hat. Sieht es so aus, als wenn wir heute Heu machen. Und ich lasse mich einfach mal überraschen, was die letzten paar Tage noch so mit sich treiben lassen auf dem Rinderhof. Weil es ist ja auch mal ganz interessant, so zu sehen oder so zu gucken, was macht überhaupt ein Rinderhof, was wird da überhaupt gemacht. Und all sowas, ne? Das denke ich mal, wird ja wohl hoffentlich nur alles kommen, dass uns das erklärt wird, wie der ganze Ablauf ist mit dem Füttern, mit dem Ausmisten und so. Ne? Das müssen wir ja irgendwie auch noch mal alles gemacht haben. Aber jetzt stehen ja auch erstmal allgemeine Hofarbeiten. Wir haben ja jetzt kaum Hofarbeiten gemacht. Wir haben ja eigentlicherweise fast nur beim ersten Teil haben wir ja die Vorstellung gemacht. Beim zweiten Teil haben wir. Was haben wir da gemacht? Ach so. Weiß es gar nicht mehr. Den Trecker abgeschleppt, weil es kaputt war. Wir haben gemäht schon. Wir haben das Gras gemäht. Ne? Ist aber ein weiter Weg bis zum Hof da, bis zum Haupthof.
blendet aber auch zu spät den Blinker gesehen. So, das ist also der Haupthof. Nur mal so für die Zuschauer, wir sind hier auf der Porta Westfalica, das habe ich in den letzten Videos gar nicht so groß erwähnt. Oh, steht ja schon alles parat hier. Herr, der Haupthofleiter hier oder derjenigen, den das hier gehört, der hat das schon wohl parat gestellt. So, mal gucken, ob ich da auch heile rankomme, ohne irgendwas zu zerstören. So geht das nicht. Wir sollten schon versuchen, gerade ranzufahren. Oh. Oh, genau, perfekt. Also, willst du mal den Hof betrachten? Sie oder? Oh, wir können ja mal ganz kurz so ein bisschen einen Rundgang machen. Oh, ein bisschen. Dann, achso, hier, hallo, ja, hier. Hier hinten sind die Mais-Silos, ein paar Anbaugeräte, ein Großteil Anhänger. So. Wir haben alles, haben die doppelt und dreifach. Doppelt und dreifach, ah, okay. Ja, ich verstehe auch nicht, warum die von uns die Sachen ausleihen, wenn sie es selber haben, aber... Ja gut, ne? Das ist die Logik. Das ist die. Ja gut, die haben auch 130 Hektar, was sie an Grünland bewirtschaften. Ah. Ja, ist doch gut, ja. Ist ein schöner Hof, ist schön groß. Ja. Könnte mir gefallen, ja. Ja, hier kannst du ja auch mal eine. Ich glaube sogar, hier hast du schon mal was hingeschickt, ne? Wie? Nee. Hab ich noch nicht, nee. Okay. Ja. Das war bei jemand anderes an der Biogasanlage, habe ich schon mal. Ach so. Da wollte ich erst anfangen und dann habe ich doch noch erst umentschieden und bin erst zu Ihnen gekommen, ja? Ja, ist eine große Ehre. Ja, ist ein schöner Hof, schon mal so. Also arbeitet ja auch jemand. Aber oh, was hier der Mitarbeiter macht, keine Ahnung. Oha. Sieht aber gefährlich aus. Ja, ich halt lieber ein bisschen Abstand. Ja. Okay, naja, wenn das normal ist, dann. Naja, da vorne stehen dann noch die ganzen Traktoren drin. So, dann können wir ja gleich rausfahren. Dann können wir das auch sehen. Ja, gut. Jetzt nur so einen kleinen Rundgang machen. Gut. Alles klar, dann fahren wir erstmal wieder weiter hier. Mal die Ansicht wieder nach vorne drehen. Oh, das ist aber ein schneller Fahrer, du. Nicht mal Hallo kann er sagen. Kenne ich ja einige Leute, ne? Es gibt ja wirklich auch wirklich Leute, die wirklich auch kein Hallo sagen, ne? Ich möchte jetzt nichts definieren, ne? Ich habe da auch so einen Kandidaten. Den kenne ich sehr gut. Der sagt auch kein Hallo. Also jetzt in Real Life meine ich jetzt, ne? Nur mal an die Zuschauer jetzt, damit ihr wisst, wie ich das meine. Ne? Der sagt kein Hallo. Es ist neben dir, du sagst Hallo und der sagt gar nichts. Das ist ganz beschäftigt da, um an dem Trecker dran rum zu rantieren, ja? Naja. Das will mal jeder selber wissen, ne? Aber dann ist es auch so, müssen die Leute sich nicht wundern, dass sie bei einem durch sind, ne? Wenn du immer so Stuhlköpfe dabei hast, dann ist das halt nicht schön. Finde ich nicht gut. Ihr könnt's ja mal
Ihr könnt ja mal eure Meinung reinschreiben. Unter die Kommentare könnt ihr ja mal reinschreiben, wie ihr das so sehen tut. Ich finde, ein Hallo gehört dazu, ja, finde ich auch. Also ist einfach so, ne? Dass man wenigstens Hallo sagt kurz und dann kann man ja weiterarbeiten oder so, aber anscheinend hat das nicht nötig, ja. Keine Zeit zum Hallo sagen. Zu anstrengend alles. Ja, hier in der Stadt gibt es ja viele Sachen, Mensch, muss man ja schon sagen. Hier ist zum Beispiel eine Tankstelle, Mensch, wow. Kann man sogar tanken fahren. Dann weiß ich ja, wo ich mit meinem Auto mal hinfahren muss zum Tanken. Ich komme ja nicht von hier, ihr müsst es ja so sehen. Ich komme ja nicht von hier, ne? Komme ja nicht aus Porta Westfalica. Vielleicht machen wir ja nochmal so eine Rundfahrt durch die Stadt hier oder so, dass man mal mit dem Auto so ein bisschen gucken fahren tut. Ja, was es hier so gibt und was hier überhaupt so an Flächen sind und Landschaft und so. Ja, dass man das auch mal hat. Hier sind sogar ausgeschilderte Schilder für Mühle und all so ein Kram, wie sich das gehört. Ortsausgangsschild haben wir hier, ne? Wir haben Kurven, wir haben Pinguine an den Straßenseiten, ja. Die man allerdings nicht umfahren kann in LS, ne? Wir haben Straßenlaternen, wir haben sogar richtige ja, Ortsschilder, wie schon gesagt, ne? Eben. Die richtig anzeigen da, was da so, wo es da hingeht. Ne? Das ist richtig nice hier auf der Karte, finde ich. Also auf den. In dieser Stadt wollte ich damit definieren. Es gibt ja auch so Dörfer, die sind ja gar nicht ausgeschildert, ne? Da kommst du irgendwo rein und bist dann irgendwo in der Walachei gelandet. Und denkst dir nur so, wie heißt denn dieser Ort jetzt? Ne? Und dann mit einmal kommt ein Schild und da steht dann ein ganz komplizierter Name drauf. So, da sind wir ja schon. Ja, lief doch ganz gut, oder? Ja, so, Die wie anderen habe geht's ich jetzt auch weiter? mal gesehen. Am besten wäre es. Wollen Sie erstmal die Pickup sehen? Ja, die hat er ja schon vorne dran hier, ne? Ja. Naja, ist schon ein Extra das schönes beste Ding. Stück. Das Gitter extra. Easy Floor 300S. Das Gitter extra leicht verchromt. Ihr Ja. solltet wissen, wo mein Klaus ist. Krone Big Ja, X danke, danke. 1180 mit doppelter, also mit Verlängerung. Das läuft schon, würde ich sagen. Ja, die Verlängerung ist unter anderem für Mais. Ja. Gut, wie heu braucht man? Bis da hinten, das können Sie ja zettern, was da hinten gemäht ist. Oh. Wir haben keins Das ist mehr. die Fläche da hinten, wo wir gemäht haben, ja? Ja, nee, daneben an dem Acker. Direkt hier hinterm Zaun. Also raus und dann direkt gerade beim Misthaufen da auf der Wiese. Achso, also brauche ich jetzt nur rückwärts fahren und dann Ja. Und dann kann ich hier, wo der Acker anfangen. ist, ja? Ja. Ja. Soll ich dann sammeln? Oh, ist schon ein bisschen nachgewachsen, das Gras hier, ne? Nee, ich tue hinten auf der anderen Wiese tue ich sammeln, schwadern. Dann können So. wir das mal. Was Gut. anderes können wir das dann mal häckseln. Gibt es denn irgendwas zu beachten an dem Bänder hier? Weil ich kenne. Also warte mal. Warte mal, Nee, darf ich mich auch eigentlich mal. nicht. Der Bänder ist ein bisschen anders als den, den ich kenne. Ich habe immer so einen. Der ist jetzt etwas größer, ja. Ich habe einen etwas kleineren zu Hause, sage ich jetzt mal. Auf einem Familienbetrieb haben wir einen etwas kleineren. Ja. Da gibt es aber nichts weiteres zu beachten, oder? Es Nicht scheint ja wirklich. fast gleich zu sein. Ja, der ist komplett. Wo haben Sie denn die Ölschläuche angeschlossen? Das lassen Sie mich mal ganz kurz gucken. Okay, da haben Sie den zum Aufklappen. Ja.
Der ist ja doppelt was schlagen. Gut. Genau, angeschlossen haben, wissen sie es, wo sie es haben. Ja. Das ja, weiß ich alles. Alles gut. Hoffentlich. Jo. Sie sind sich aber auch wirklich sicher. Ja, ich bin mir sehr sicher. Soll ich den Hexer in die Halle stellen? Ja, pick up neben die andere, neben das andere Schneidwerk und dann kannst du an den 6R den Ladewagen dranhängen. Klappt mal das Ganze mal aus. Vollautomatisch, ne? Wie sich das gehört, wie in Real Life natürlich auch. Mit B schalten wir es ein. Wie gehabt. Ja, und nun geitert los. Schön runterlassen und ab geht die Post. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Das sieht doch schon mal nach Heu aus, würde ich sagen. Ja, falls man sich jetzt fragt, warum denn nicht alles zettert, das ist jetzt ein Bug, der ist wohl, keine Ahnung, nicht an der Karte oder so. Er zettert halt nicht an alles, ne? Es bleibt was Grünes liegen. Warum das so ist, haben wir auch noch nicht herausgefunden. Sogar sehr viel liegen, muss ich sagen. Warte mal, hier stimmt irgendwas jetzt gerade nicht. Das kommt bei hier schon. Ist schon jemand lang gefahren? Ja, hier muss man jetzt erstmal zurechtfinden. Sieht doch schon mal gut aus. Vor allen Dingen ist das Gras ja auch schon nachgewachsen. Wie lange liegt denn das Gras hier schon? Muss man ja genau hingucken, dass man das auch trifft. Tja, das scheint irgendwie rumzubacken.
fahren wir noch einmal da vorne lang. Vielleicht wird ja doch das eine oder andere doch noch gewendet. Und dann sollte es auch schon geschafft sein hier. Hallo? Hallo? Alles okay? Wo ist der Meister? Der müsste irgendwo da hinten sparen. Wie sieht das denn aus mit dem Heubänder? Wo geht's weiter? Oder ist es schon fertig? Oder? So sind sie schon fertig. Ja. Dann müssen sie ihn fragen. Achso. Gut, dann laufe ich da mal eben hin. Ja, mach ich das. Ist ja nicht so weit. Und fertig! Die Fläche ist fertig, ja. Ja gut, dann mache ich jetzt noch bis da vorne, dann kann der Sam erstmal sammeln. Ja. Und dann können sie hier eigentlich noch den Rest sparen. Weil dann haben wir auch noch ein bisschen Heu. Ja, soll der Trecker da so stehen bleiben? Der steht jetzt da vorne neben der Halle da, einfach so. Im Freien, sage ich mal. Muss ich den noch wegparken oder irgendwo reinfahren, ja, in eine Scheune? Ich, also ich fahre jetzt noch bis da vorne hin, dann wenden sie das hier noch weiter. Achso, hier soll auch noch Heu gemacht werden. Achso. Dann schwade ich das da drüben und dann können sie das hier schwaden. In der Zeit kann Sam dann pressen und ich da dann anfangen zu sammeln. Achso, ja, okay. Ja. Ja. Alles klar. Jo. Ja, ja gut, ne?
fährt man auch einfach zu schnell. Vielleicht nur deshalb rumspinnt, aber anscheinend nicht. Kann ich nie ändern. Weiß ja nicht, warum das so ist. Was ich mir vorstellen könnte, dass sie das vielleicht so gemacht haben, dass man auf der Karte das so hat, dass das Heu nicht sofort, weil wenn man jetzt Heu macht, in der Wirklichkeit wird das Heu ja auch erst, ich sag mal, nach dem zweiten oder dritten Mal wenden, erst wieder geschwadet und gepresst. Es kann vielleicht sein, dass sie da so ein bisschen Realismus jetzt eingebaut haben. Und vielleicht, dass man gar nicht alles, dass man vielleicht, dass jetzt erstmal nicht alles gewendet wird, sondern nur ein Teil. Und dann, wenn du öfters rüberfährst, irgendwann hast du alles weg an Grünes. Das kann natürlich sein. Das müsste man jetzt ausprobieren, ja. Alles andere kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Es sei denn, es ist wirklich einfach ein Bug jetzt. Dass das Gras einfach nicht will. Aber manche Stellen macht er und manche Stellen macht er eben gar nichts. Können jetzt einfach mal auf Ehre hier die Reihe hier lang fahren. Mal gucken, was passiert. Also siehst du, jetzt tut sich jetzt schon ein bisschen was, ne? Also jetzt macht er schon ein bisschen mehr. Aus dem Grünen macht er jetzt mehr Heu jetzt wieder. Das kann schon gut sein, dass es so gewollt ist. Dass da wirklich Realismus drin ist. Das wäre ja richtig nice, wenn das so ist.
Jetzt wendet er zum Beispiel fast gar nichts mehr hier. Was ist denn los? Hallo, ich wollte Ihnen nur gerade sagen, dass Sie ein bisschen aufpassen müssen, dass Sie die Schwarz an der Seite nicht mitsetzen, weil sonst vermischt sich das Heu mit dem Gras, wenn ich sammle. Ja, das Ding ist, er geht nicht hoch genug. Ah, okay. Deshalb zieht er den Rest dann, zieht er was mit. Da muss ich ihn immer ausmachen, ja. Gut, kümmere ich mich drum. Ja, ne, das ist bei so einem Heuwender, sage ich mal, manchmal nicht auszuschließen, dass er dann über die Reihe drüber wegkommt und dass dann die Reihe auseinandererzogen wird wieder. Man kennt's ja aus der Wirklichkeit. Mit den alten Fennen Favorit Pharma 2, ey. Oh Gott, war das eine Qual immer, du. Da kann ich euch Sachen erzählen, ey. Da ging die Hydraulik nach einer Zeit gar nicht mehr hoch, weil das Öl von dem Motor sehr heiß wird, ja, das Hydrauliköl. Und dann wird das so flüssig, dass der Stempel das dann nicht mehr schafft, den zu drücken, ja. Das ist richtig lustig. Ja? Da macht das Arbeiten doch gleich viel mehr Spaß, wenn der Zylinder dann nicht angehoben wird. Weil die Dichtung kaputt ist und weil. Ne? Ich weiß gar nicht, wie das. Ja, doch, der ist ein Zylinder, ist wie ein Kolben. Und da sind Ringe, Dichtungsringe, 3 Stück sind da immer drin. Und wenn davon welche undicht sind und das Öl ziemlich flüssig ist, weil es zu heiß ist, dann läuft es an den Seiten, quetscht sich das durch zwischen den Dichtungen und läuft ins Getriebe rein. Ja? So war das immer bei dem alten Schlepper. Kann ich mich noch erinnern dran, ja. So, jetzt fahren wir nochmal auf Ehre einmal hoch und einmal zurück. Und dann hoffen wir, dass es so in Ordnung ist. Und dann müssen wir auch schon wieder zum Ende kommen. Rum. Hier fährt sogar ein ECE, Leute, habt ihr das gesehen? So, wo sind sie denn jetzt? Da hinten läuft einer rum. Wollen wir mal sportlich sein und erstmal durch den Stacheldrahtzaun laufen? Ach, ist auch rübergesprungen. So, wo ist der andere? Einer ist woanders. Einer ist weg, einer ist woanders. Naja, gut.
So, die Wiese ist fertig. Oh, sie sind aber schnell. Oh, da finde ich gar keine Arbeit mehr für sie. Also es ist Oh. Feierabend heute, ja. Ja, also fürs Gut. Erste, wenn noch was sind, also gerade, Morgen wir geht's sammeln hier weiter, noch ja. fertig. Ja, wir sammeln hier noch fertig und es dann einlagern und dann ist für heute eigentlich erstmal Schicht im Schacht. Ja, und morgen geht's dann weiter, ja, mit. Ja, also wenn sie wollen, können sie heute Abend gegen 18, 19 Uhr auch kommen, da wird dann gefüttert. Da kann ich ihnen dann aber auch nochmal die genaue Uhrzeit schreiben. Ja, können sie machen, ja, klar. Ja. Genau, füttern, das ist ja auch noch so. Gibt ja Ja. da bestimmt noch mehr interessante Dinger, die Ja, interessant werden. dann sind sie da auch mal dabei. Ja, okay. Ja. Ja. Ja, meine lieben Freunde, ich würde sagen, wir bedanken uns mal ganz herzlich wieder fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Sollte euch das Video gefallen haben, wie immer, lasst ein Däumchen da und schreibt fleißig in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Und abonniert auf jeden Fall den Kanal und ja, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge, würde ich sagen, ne? Also sagen wir jetzt alle mal hier auf Und Ehre, tschüss. wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch gerne bei unserem TS bzw. bei Falks TS bewerben. Achso, ja, genau. Ihr könnt euch auch bewerben, ne? Aber das wissen einige ja. Also einige wissen es, die neuen vielleicht noch nicht. Also man kann sie auch fest bei uns Deswegen bewerben. sage ich es. Über TS, ne? Also ihr müsst dann TS besitzen und müsst zumindest Alter haben von 12, ne? 12 Jahren, Server 1, 12. Server 2 und 3, glaube ich, 14 oder 13 Ja, oder 14 14. glaube ich, irgendwie so um den Dreh, Ja, ja. 14. Könnt ihr euch gerne bewerben, wir würden uns natürlich sehr freuen. Und ja, ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Jo, tschö. Tschüss.